Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Merhaba. Ahlan. Am Steuer des blauen Subaru sitzt Iyad. Er hat schon auf mich gewartet. Wir fahren am Zug vorbei. Nach 7 Tagen Ausgangssperre bieten die Händler wieder laut ihre Waren an. Wir fahren durch abgelegene Gassen und Straßen, bis wir Jenin in Richtung Süden hinter uns gelassen haben. Der Asphalt ist aufgerissen von israelischen Panzern. Wir wechseln kein Wort. Ich sitze da und schwitze. Der Tod ist ein Geschenk von Raid Sabah, Regie Hein Brühl. Am Schauplatz des Attentats in Jerusalem hektische Betriebsamkeit während der ganzen Nacht. Aufräumkommandos, Polizei und Sicherheitskräfte dicht gedrängt in der abgesperrten Ben-Jehuda-Straße. Zielstrebig und schnell räumen sie Schutt und Scherben beiseite. In Israel fast schon traurige Routine. Häuser haben sie niedergewalzt, Menschen erschossen, ganze Wohnviertel zerstört. Du weißt nicht, ob die darunter begrabenen Kinder weiß oder schwarz sind. Abed konnte von seiner Schwester nur aufgrund seines Goldzahns identifiziert werden. Ihr haltet uns für Terroristen, für junge Männer, die keine Skrupel haben. Unschuldige Zivilisten im Namen ihrer Religion mit ein paar Kilogramm TNT in die Luft zu jagen. Ob in einem Bus oder Flugzeug. In einem Restaurant oder auf offener Straße. Ihr glaubt, dass uns der Anblick von zerfetzten Leibern, blutgetränkten Asphalt, weinenden Müttern und Kindern Freude bereitet. Aber ihr irrt. Fanatismus und Terror hat seine Wurzeln in eurem Machtstreben. Ihr schickt Planierraupen und Dampfwalzen, Splittergranaten und Raketen. Ohne Unterlass zerstören sie alles, was uns heilig ist, was unsere Vorväter, Väter und wir selbst geschaffen haben. Alles, was wir Kultur und Religion nennen. Wir wollen das Recht auf unseren Grund und Boden. Das Recht auf unsere eigene Kultur und Religion. Unser Recht auf ein Leben, wie ihr es führt. Ein Leben in Frieden. Ein Leben in unseren Grenzen und mit unseren eigenen Problemen. Und dafür werden wir kämpfen. Koste es, was es wolle. Ein palästinensischer Terrorist hat gegen 16 Uhr in der King George Street ein Selbstmordattentat verübt. Er tötete 2 israelische Reserveoffiziere und eine Passantin. Unzählige Verletzte müssen versorgt werden, viele schweben in Lebensgefahr. Die King George Street bietet ein Bild des Grauens. Überall Hautfetzen, abgetrennte Gliedmaßen und Blutlachen auf dem Asphalt. Muhammad Hashaika stammte aus Talusa bei Nablus. Abu Ahmed, ich würde nicht mit dir rein. Wir können es den Israelis nicht leicht machen, wenn sie kommen. Sie könnten uns alle mit einem Schlag erwischen. Jetzt ist es 23 Uhr. Gegen 5 hole ich dich hier. Ein verlassenes Haus im Flüchtlingslager von Jenin. Der 25-Jährige, der vor mir sitzt, trägt die traditionelle palästinensische Kopfbedeckung. Eine Kefiye. Sie verbirgt das ganze Gesicht bis auf die Augen. Ich frage ihn nach seinem Namen, obwohl ich weiß, dass er ihn nicht preisgeben darf. Nenn mich einfach Said, mein Freund. Ich glaube, ein Lächeln in seinen Augen zu erkennen. Du wirst sehen. Ich habe viele Namen, aber kein Gesicht.
Ich mache ihm kurze Angaben zu meiner Person. Ein in Deutschland lebender Palästinenser, dessen Familie aus Jenin stammt, dass ich ein Hörspiel schreiben will über unser Gespräch, um ein Bewusstsein für die Nakba, die palästinensische Tragödie, zu wecken. Es geht mir vor allem um die Frage, warum ein Mensch sich für den Märtyrertod entscheidet. Damit erreichen wir nicht direkt ein politisches Ziel. Indirekt vielleicht schon. Seit Jahrzehnten haben unsere Mütter Angst um ihre Kinder. Die palästinensischen Frauen haben Angst um ihre Männer. Während die Menschen hier starben, ging das Leben in Israel wie gewohnt weiter. Was jenseits der grünen Linie geschah, so schien es, hatte einfach nichts mit ihnen zu tun. Erst durch die Selbstmordattentate ist dieser Konflikt für die Israelis greifbar nah. Unsere Angst, Eltern, Geschwister und Freunde verlieren zu können, herrscht nun auch in den israelischen Städten. Das ist der wahre Effekt dieser Attentate. Und er, Said, hat er keine Angst, auf diese Weise zu sterben? Wie kann er es mit seinem Gewissen und seiner Religion vereinbaren, Unschuldige mit in den Tod zu reißen? Ist dies nicht nur ein neues Glied in der Kette von Gewalt und Gegengewalt? Deine Fragen, mein Freund, sind die Fragen eines Fremden, der das Leben hier nie gelebt hat. Die Antworten wirst du nur finden, wenn du dich selbst der Entrechtung und all den Schikanen und Demütigungen hier aussetzt. Die jungen Männer bei uns im Flüchtlingslager haben Dinge gesehen, die du dir kaum vorstellen kannst. Ich kann dir nur von mir erzählen, auch von den Straßen und Häusern, die heute nicht mehr existieren. Von Menschen, die ihr Leben verloren haben. Ich erwarte nicht, dass du mich verstehst. Worüber sollen wir zuerst sprechen? Das Einfachste ist vielleicht, mit dem Anfang zu beginnen. Mit deiner Geburt. Glaubst du wirklich, dass das Leben mit der Geburt beginnt? Warum sollten wir Palästinenser unser Land, in dem wir seit Jahrhunderten gelebt haben, nach wenigen Jahren vergessen, wenn die Juden Zion nach 2000 Jahren nicht vergessen konnten? Das Licht der Welt erblickte ich am 5. September 1972 in Beit Esser bei Ramallah in Westjordanland. Meine Eltern waren einfache Bauern, die auf der Ostseite des Dorfes zwischen zwei Hügeln 80 Morgen Land besaßen. Es war seit vielen Generationen im Familienbesitz. Mein Vater pflegte die Tradition des Olivenanbaus. Ich war gerade 3 Jahre alt, da starb mein Großvater. Vielleicht war er müde, dieses Leben unter israelischer Okkupation. Er war ein gläubiger Mensch. Das Leben geht schon seltsame Wege. Denn kaum hatten seine Angehörigen die Tränen der Trauer von ihren Wangen gewischt, kam mein Bruder Farid zur Welt. Ich wuchs auf diesem idyllischen Fleckchen Erde heran und die Jahre vergingen. Von der israelischen Besatzung bekamen wir Kinder damals wenig zu spüren. Anfang des Jahres 1979 aber tauchten 3 fremde Männer in unserer Nachbarschaft auf. Israelis. Den ganzen Tag schritten sie auf dem Hügel umher, prüften jeden Winkel und machten Notizen. Ich fragte meinen Vater, der weiter unten die Orangenbäume beschnitt. Das sind Landvermesser, erklärte er mit besorgter Miene. Sie prüfen, ob das Land für den Bau einer Siedlung geeignet ist. Anhand ihrer Aufzeichnungen macht dann ein Architekt einen Plan für den Bau von Gebäuden und Straßen. Zuerst wurde ein Maschendrahtzaun errichtet, der an seiner Oberseite noch zusätzlich mit Stacheldraht versehen war. Ein seltsamer Anblick. Kein Bauer, kein Landbesitzer hatte um sein Grund je einen Zaun gezogen. Jeder wusste auch so, wo sein Eigentum endete. Ein paar Monate später rückten Planierraupen, Bulldozer und Kräne an. Ich stand am Zaun und beobachtete, wie es weiterging. Die lärmenden Riesen rissen tiefe Löcher in den Boden und schütteten Schutt und Erde in Lastwagen, fuhren weg und kamen nach einiger Zeit leer zurück, um neue Ladung aufzunehmen. Im Winter 1979 war die Siedlung Kardascha oberhalb unseres Landes fertiggestellt. Doch immer noch von einem Zaun umgeben. Die kalksteinfarbenen Gebäude glichen einer Festung, die die arabischen Dörfer am Hang zu unterjochen schien. Wir fahren auf der Straße nach Nablus. Vor uns liegt ein israelischer Checkpoint. Unpassierbar. Die Soldaten haben Befehl auf alles, was sich nähert, zu schießen. An der Kreuzung erinnern verrostete irakische Panzer an die ruhmreiche Schlacht um Jenin. Es war 1942. Hier beginnt die Straße nach Tubasat. An einem kalten Wintermorgen ging mein Vater, mein Bruder Farid und ich über unser Land.
Die Bäume waren kahl und der Boden gefroren. Als wir den Hang zur Siedlung erreichen, blieb mein Vater stehen. Der Zaun stand nicht mehr an seinem ursprünglichen Platz. Er war versetzt worden. Wir hatten etwa 2 Morgen Land verloren. Mein Vater fuhr noch am selben Tag nach Ramallah zum Militärgouverneur. Ein paar Tage später standen 13 bewaffnete Siedler auf unserem Grundstück. Sie forderten uns auf, den Olivenhain sofort zu verlassen. Mein Vater blieb ruhig und zog das Schreiben des Militärgouverneurs aus der Brusttasche. Es erlaubte ihm ausdrücklich, diesen Boden zu bestellen. Ein Siedler, Amon hieß er, las es den anderen vor. Schallendes Gelächter. Wieder forderten sie uns auf, diesen Boden zu verlassen. Mein Vater weigerte sich und fuhr mit seiner Arbeit fort. Da schlug Amon ihn mit dem Griff seines Revolvers zu Boden. Eine Frau kam schreiend aus der Siedlung auf uns zugerannt, ganz aufgebracht, als wollte sie die Siedler zurückhalten. Amon ließ von meinem Vater ab. Sie zogen sich in die Siedlung zurück. Mein Vater lag stöhnend am Boden und wand sich vor Schmerzen. Seine Platzwunde am Hinterkopf musste genäht werden. Das geschah, als ich 8 Jahre alt war. Altira, Ramallah, Abu Ghosh, Kufr Qasim. Die Regierung seiner Majestät betrachtet die Schaffung einer nationalen Heimstätte in Palästina mit Wohlwollen und wird die größten Anstrengungen unternehmen, um die Erreichung dieses Ziels zu erleichtern. Es versteht sich von selbst, dass nichts getan werden soll, was die bürgerlichen und religiösen Rechte bestehender nicht-jüdischer Gemeinschaften in Palästina oder die Rechte und die politische Stellung der Juden in irgendeinem anderen Lande beeinträchtigen könnte. Der britische Premier Balfour am 2. November 1917. Es kann nur eine nationale Heimstätte in Palästina bestehen, und zwar eine jüdische. Und es kann keine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Juden und Arabern geben, sondern nur eine jüdische Übermacht, sobald die Juden zahlenmäßig genügend angewachsen sind. Dr. Eder, Mitglied des Zionistischen Komitees im Jahre 1921. Es ist wie Krieg. Sie wollen unser Land und unser Wasser um jeden Preis. Der Landraub tötet unsere Seelen. Für uns ist der Landraub wie Völkermord. Mein Vater erhielt einen Brief vom Militärgouverneur. Er sollte 4 Morgen Land verkaufen. Die lagen unterhalb der Siedlung, wurden zum Bau eines Wasserreservoirs gebraucht. Mein Vater schwor, sich nicht einen halben Morgen herzugeben. Wir suchten den israelischen Anwalt Nathaniel Arnon in Jerusalem auf. Ich werde Ihren Fall übernehmen, sagte er. Ich werde versuchen, Ihnen so gut es geht zu helfen. Versprechen kann ich Ihnen nichts. Ich denke, wir sollten ein Verfahren gegen die Siedler einleiten. Im Frühjahr 1981 hörten wir frühmorgens lärmende Fahrzeuge. Israelische Planierraupen und Bulldozer. Zwischen unserem Land und dem vom Nachbarn Abu Marwa. Eine Straße soll hier gebaut werden. Wir sahen, wie mein Vater die Angst packte. Würden wir nun unsere Existenzgrundlage verlieren? Nathaniel Arnon, der Anwalt aus Jerusalem, sagte ihm, er solle ein formales Protestschreiben an das Komitee für Beschwerden richten. Zwecklos. Eine Gruppe jüdischer Siedler hätte das Land bereits im Jahr 1921 gekauft. Es geht nicht um 2 oder um 4 Morgen, sondern um 25. Dieses Land ist weder bebaut noch anders landwirtschaftlich genutzt worden. Es muss deshalb laut gesetzlichen Bestimmungen in israelisches Staatseigentum überführt werden. Bis zur endgültigen Klärung sollten weder unsere Familie noch die Siedler aus Hadasha die strittigen 25 Morgen bewirtschaften oder betreten dürfen. Ich erinnere mich, die Planierraupen und Bagger verstummten. Sie mussten vorerst ihre Arbeit an der Zufahrtsstraße nach Hadasha einstellen. Was würde nun als nächstes passieren? 7 Tage lang bin ich nicht bereit, dir den Preis zu zahlen, den ich dir angeboten habe. Danach kaufe ich nicht mehr von dir, aber vielleicht von deinem Sohn. Wir werden dein Grundstück umbauen. Lauter jüdische Häuser, lauter jüdische Straßen. Du wirst jedes Mal, wenn du deinen Boden betreten oder verlassen willst, für unsere Straßen einen Franc bezahlen.
so auch dein Sohn und deine Eltern. Bis die 20.000 Franc bezahlt sind, die ich dir jetzt anbiete. Überleg es dir gut. Henkins, ein Landaufkäufer in den 30er Jahren. Defense Regulation. Abandoned Areas Ordinance. Emergency Land Requisition Law. Emergency Regulations of Waste Uncultivated Land. The Absentee's Property Law. Land Acquisition Law. Inscription Law. Town Planning Ordinance. Die arme Bevölkerung trachten wir unbemerkt über die Grenze zu schaffen, indem wir ihr in den Durchzugsländern Arbeit verschaffen, aber in unserem eigenen Lande jederlei Arbeit verweigern. Das Expropriationswerk muss ebenso wie die Fortschaffung der Armen mit Zartheit und Behutsamkeit erfolgen. Die Araber sollen glauben, uns zu prellen, uns über den Wert zu verkaufen, aber zurückverkauft wird ihnen nichts. Theodor Herzl, Tagebuchnotiz vom 12.06.1895. Ich schaue auf meine Hose. Die Stelle, an der ich die Granate versteckt hatte, ist deutlich zu erkennen. Der zufällige Blick eines Soldaten und ich wäre verloren. Ich greife nach der Granate, versuche sie in meiner Hand zu verbergen. Ich schwitze. Die Granate. Es ist ganz warm geworden. Wenn sie jetzt losgeht, ich höre meinen Herzschlag. Wer hat euch erlaubt, hier zu arbeiten? Ich weiß nicht, wer dieser Mann war und welche Funktion er hatte. Vielleicht war er ein Angehöriger des zivilen israelischen Geheimdienstes Shabak. Der Anwalt hatte jedenfalls meinem Vater gesagt, wenn eine Person mit dem Namen Eli auftauchen sollte, es ist ratsam, sich dessen Anweisung zu fügen. Wer hat euch erlaubt, hier zu arbeiten? Wir arbeiten doch gar nicht auf den 25 Morgen, über die das Komitee noch entscheiden muss. Ich arbeite nur auf dem übrigen Land. Das gehört mir. Ihr kommt mit ins Militärhauptquartier nach Ramallah. Dort werden wir schon sehen, wessen Land das ist und ob ihr darauf arbeiten dürft. Mein Vater legte die Arbeit nieder und sagte mir, bring Schaufel und Hacke in den Schuppen zurück. Ich nahm die Sachen, drehte mich um und ging langsam zu nahegelegenem Schuppen. Bleib stehen, sofort! Die Angewurzel blieb ich stehen. Angstschweiß drang mir über den Nacken. Ich stand mit dem Rücken zu dem Mann, der gerade geschossen hat. Keinen Schritt weiter, sonst erschieße ich dich. Keine Sekunde zweifelte ich an dem, was er sagte. Dreh dich jetzt um und komm zurück. Langsam drehte ich mich um und sah meinen Vater. Er versuchte, den Mann zu besänftigen. Dieser Eli stieß uns in den hinteren Teil des Polizeijeeps. Der war vom Fahrerhaus abgetrennt und hatte vergitterte Fenster, die sich nur von außen öffnen ließen. Unter Schlägen wurden wir in einen Raum des Militärgebäudes geführt, um uns herum nur bewaffnete Soldaten. Ihre Blicke durchbohrten uns. Dieselbe Verachtung wie bei diesem Eli. Setz dich dahin, befahl ich meinem Vater. Ich sollte neben ihm stehen bleiben, dann verschwand er. Plötzlich kamen zwei Männer in Uniform herein, Grenzpolizisten. Dich bringen wir nach Hause, sagten sie. Dein Vater behalten wir hier. Nun saß er im Gefängnis. Und Nathaniel Amon, der Rechtsanwalt in Jerusalem, stand der Willkür machtlos gegenüber. Einen Tag, nachdem dieser Eli uns gezwungen hatte, mitten in das Militärhauptquartier zu fahren, begannen die Planierraupen und Bagger wieder mit ihrer Arbeit. Sie rissen unsere Erde auf. Meine Mutter wusste nicht, was sie machen sollte. Der Anwalt hatte ihr gesagt, zusätzlich zu den 25 umstrittenen Morgen kommen noch weitere 50 hinzu. Außerdem soll den Behörden keine Baugenehmigung vorgelegen haben. Zumindest keine, die sich mit unserem Haus deckte. Wenig später kam mein Vater nach Hause. Er war blass. Starrte vor sich hin. Was hatten die Israelis mit ihm gemacht? Mein Vater verlor kein einziges Wort. Mir fehlte jede Vorstellung. Aber heute weiß ich es. Ich war selbst im Gefängnis. Jahre. Es gibt eben Dinge, die muss man persönlich erlebt haben. Ich weiß jetzt auch, weshalb er nie mit uns drüber geredet hat. Wir reden von 165.000 Hektar Land, die uns Israel gestohlen hat. Wenn wir über Fakten sprechen, so ist die Rede von 1.200 Moscheen, die von Israel zerstört wurden. Außerdem sind 50 Moscheen in Synagogen umgewandelt worden und unzählige anderweitig von uns genutzte Einrichtungen, die man in jüdisches Eigentum überführt hat. Die Tür wurde mit aller Wucht aufgestoßen.
10, 12 Soldaten fielen in unser Haus ein. Vater lag auf dem Boden. Die Tür hatte ihn umgeworfen. Er stand wieder auf. Da erkannte ich Eli unter den Soldaten. Er ging auf meinen Vater zu und zeigte ihm ein Dokument. Es ordnete die Enteignung unseres Landes an und die Räumung unseres Hauses. Nach den Bestimmungen der Behörde hätte es gar nicht gebaut werden dürfen. Dieses Land ist jüdisches Land. Es gehört uns. Das ist das biblische Judäa und Samaria. Gott hat uns hierher geführt. Wir sind immer hier gewesen. Warum sind daraus aber arabische Dörfer geworden? Weil wir vor euch geflohen sind. Doch in diesem Land liegen unsere Wurzeln unausrottbar. Jetzt kehren wir zurück und machen das fruchtbar, was ihr habt verkommen lassen. Schaut euch doch um. Ihr kippt euren Müll einfach vor die Türe. Ich wüsste nicht, warum ihr noch länger unser Land verdrecken solltet. Es wird behauptet, der Boden habe keine Früchte getragen und die einheimische Bevölkerung habe überwiegend aus herumziehenden Nomaden bestanden. Die Zionisten hätten den Fortschritt in die Region gebracht. Tatsächlich waren Haifa, Jaffa und Akka um 1850 Umschlagplätze für Weizen, Gerste, Mais, Sesam und Olivenöl. Jaffa exportierte Mitte des 19. Jahrhunderts Seife, Wolle und Orangen in den vorderen Orient und nach Europa. Die Planierraupe fuhr direkt in unser Haus. Holz zersplitterte, Mauerwerk stürzte ein und am Ende fiel auch das Dach in sich zusammen. Grauer Staub stieg auf und verdeckte für eine Weile die Verwüstung. Dann machte man sich an den Olivenbäumen zu schaffen. Die Arbeit von Generationen war in wenigen Minuten vernichtet. Das war 1981. Ich war 9 Jahre alt. Da verspürte ich in mir einen nie gekannten Zorn. المسألة هي أن هذا الشعب قد حشر في زنزانة سياسية واقتصادية وأمنية. Das Problem ist, dass man dieses Volk in eine Sackgasse getrieben hat, in eine politische, eine ökonomische und eine sicherheitspolitische Sackgasse. Und der Feind arbeitet weiterhin daran, die Sicherheit der Menschen zu unterminieren. Die Amerikaner fragen sich, warum hassen sie uns? Sie hassen uns für das, was diese Versammlung bedeutet, eine demokratisch gewählte Regierung. Ihre Führer dort haben sich selbst ernannt. Sie hassen unsere Freiheiten, die Religionsfreiheit, die Redefreiheit, das Wahl- und Versammlungsrecht, die Meinungsfreiheit. Was bleibt Ihnen demnach für eine andere Wahl, als die Sicherheitsinteressen Israels zu torpedieren? Nur mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln können Sie ihnen gegenübertreten. Und Präsident George W. Bush möchte der islamischen und arabischen Welt gegenüber Demokratie und Menschenrechte repräsentieren. Werte, an die Amerika glaubt. Sieht so ihre Demokratie aus? Sehen so die Menschenrechte aus, von denen die Rede ist? Indem sie Israel frei Hand lassen, ein ganzes Volk zu brechen und sein Land zu besetzen, alles unter dem Deckmantel der Demokratie, der Freiheit und der Selbstverteidigung. Amerika fragt immer zu, warum hasst uns die islamische und arabische Welt? Warum? Weil sie die Araber und Muslime zugunsten Israels hassen. Der Checkpoint in der Alhambra. Eine der wenigen Straßensperren, die man mit einem Passierschein überqueren kann. Ist das mein Auftrag? Hatte man entschieden, dass ich an diesem Checkpoint das Attentat ausführen soll? Mit einer Handgranate? Ist dies wirklich das Ziel? Dann ist unser Unternehmen klar zum Scheitern verurteilt. Das Ganze ein Bluff? In Wirklichkeit nur eine Prüfung? Ein Armee-Jeep auf der Gegenfahrbahn schert plötzlich hinter einem Bus aus. Kommt direkt auf uns zu. Der Arm des Soldaten, wir sollen die Straße frei machen. Jetzt. Wir sind auf der Höhe des Busses. Ihr dreist das Lenkrad nach rechts. Fährt auf einen frisch gepflügten Acker.
Versuch gegenzusteuern. Auf die Straße zurück. Sein Gesicht ist leichenblass. Wir hätten weiterfahren sollen. Ich begreife, was er damit sagen will. Wir lebten in Jenin. Mein Onkel und seine Familie teilten ihr Haus mit uns. Vater arbeitete auch in ihrem Speiselokal, das damals noch gut lief. Eines Abends geschah es dann. Mein Vater und sein Bruder waren nicht heimgekehrt. Nachbarn hatten beobachtet, wie sie von einer israelischen Militärpatrouille aufgehalten wurden. Die Soldaten hatten ihre Identitätskarten überprüft, sie anschließend unter Schlägen in den Wagen gezerrt und mitgenommen. Uns blieb nur nichts anderes übrig, als zu warten. Alles still. Nur auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Oder schien es mir so? Da bewegte sich was. Ich rannte rüber und sah zwei Körper. Den Körper meines Vaters und den meines Onkels. Sie gaben keinen Laut. Beide waren bewusstlos. Nachdem man mit ihnen fertig war, hatte man sie wie Abfall auf die Straße geworfen. Ihre Kleider waren zerrissen. Überall. An den Beinen, den Armen, dem Oberkörper, im Gesicht waren Blutergüsse und offene Wunden. Der Fuß meines Vaters war nach hinten verdreht. Da hielt ich es nicht mehr aus. Ich schrie und verfluchte diese Menschen, die sich hinter ihren polierten Waffen verschanzten. Ich verfluchte das Leben. Einige Zeit später, das muss noch vor den ersten Aufständen gegen die israelischen Besatzer gewesen sein, da geschah etwas mit meinem Vater, das mich stolz auf ihn machte. Nach der Schule machten mein Klassenkamerad Muhammad und ich einen Abstecher ins Al-Sham, das Speiselokal meines Onkels. Wir hatten Hunger auf Hummus und Fuhl. Vater brachte uns beides an einen Tisch, der draußen vor dem Lokal stand. Da betraten zwei israelische Soldaten unser Al-Sham. Es waren Drusen, die in der israelischen Armee dienten. Gib mir ein Shawarma-Sandwich. Diesen Ton konnte er sich nur mit dem Gewehr in der Hand leisten. Ein Moment der Reglosigkeit. Hast du mich verstanden? Ein Shawarma-Sandwich. Vaters Gesicht wirkte versteinert. Seine Augen begannen zu funkeln. Was zum Teufel bildet ihr euch ein? Kommt mit euren Gewehren in unser Lokal, erschreckt die Leute und sagt nicht nur, ich will was zu essen. Ihr befehlt es. Aber von euch lasse ich mir nichts befehlen. Mein Land habt ihr mir genommen. Mein Fuß habt ihr mir genommen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch meine Arme und Beine nehmen. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Der Druse, der das Sandwich verlangt hatte, wirkte irritiert. Seine Hand umklammerte den Griff des Gewehrs. Sein Zeigefinger legte sich auf den Abzug. Halt's Maul! Sonst drück ich ab. Du willst mich töten? Nur zu. Töte mich! Als der andere Soldat die Menschenmenge vor dem Lokal erblickte, wurde ihm klar, in welche Situation sie sich gebracht hatten. Er begann, seinen Kollegen zu beschwichtigen und aus dem Lokal zu schieben. Muhammad und ich saßen wie angewurzelt auf unseren Plätzen. War das wirklich mein Vater? Ein erleichtertes Aufatmen ging durch den Raum. Vereinzelte Zurufe. Vater hatte uns allen aus dem Herzen gesprochen. In den ersten Ausschreitungen in Jenin kam es wenige Tage, nachdem die Intifada im Gazastreifen ausgebrochen war. Ich war damals 16. Es war Nacht. Die israelische Armee war in Alarmbereitschaft. Patrouillen lagen besonders in der Innenstadt auf der Lauer. Ich war mit meinem Freund Muhammad im menschenleeren Zug unterwegs, als plötzlich Jugendliche und Männer auftauchten. Sie rannten die Straße hinunter, in ihren Händen palästinensische Flaggen. Sie waren auf dem Weg zum Militärhauptquartier am Rande der Stadt, gleich neben dem Flüchtlingslager. Muhammad und ich liefen ihnen hinterher. Auf der Höhe des Hauptquartiers sahen wir, wie ein Pulk von 20 bis 30 Israelis mit Helm, Schlagstöcken und Gewehren gegen die demonstrierende Menge anrückte. Plötzlich blieben sie stehen. Zwischen den Soldaten und uns war ein Abstand von 40, 50 Metern. Unsere Steine hielten sie erstmal auf Distanz. Ich hob gleich mehrere auf, Munition für meine Wurfschleuder. Da fielen die ersten Schüsse. Immer wieder zogen wir uns zurück, um den Tränengas, den Kugeln und den Schlagstöcken zu entkommen.
Wir sammelten uns an einem anderen Ort und griffen erneut an. Ich nahm meine Wurfschleuder und schloss mich den Jugendlichen an. Mein kleiner Bruder Farid war mir gefolgt, ohne dass ich es bemerkt hatte. Hinter einer Blechtonne suchte ich Schutz, nahm einen Stein, spannte ihn in die Schleuder und traf einen Soldaten am Helm. Der schoss, aber traf immer nur die Tonne, hinter der ich lag. Said! Said! Komm her, mach schnell! Dein Vater schickt nach dir! Du sollst sofort nach Hause kommen! Mein Bruder Farid lag zusammengekauert in der Ecke. Ich blickte in die verzweifelten Gesichter meiner Schwestern und meines Vaters. Sie haben deine Mutter erschossen. Erschossen? Warum? Aus Sorge um Farid ist Mutter hinter ihm her, als er auf die Straße lief. Ein Schuss in die Stirn. Sie hatte doch mit all dem nichts zu tun. Die Soldaten stürmten in unser Haus und weckten mich mit Ohrfeigen. Aufstehen! Sie durchsuchten jeden Schrank, los, jede Matratze, jede Tasse, alles, was sie fanden. Ich fügte mich ihren Anordnungen. Ich wollte hineingezogen wurde. Sie fesselten meine Hände mit Plastikschnüren und verbanden mir die Augen. Dann führten sie mich vor das Haus. Dort schlugen sie auf mich ein. Ich spürte meine aufgeplatzten Lippen. Dreckiger Arm! Die Nase blutete. Blut rann in meinen Mund. Steinen auf uns werfen, ne? Mohammed. Mein Freund Mohammed schoss es mir durch den Kopf. Hat er geredet? Mein Decknamen verraten? Unmöglich. Niemals. Lieber wäre er gestorben. Aber Spitze, die mit der israelischen Armee zusammenarbeiteten, von denen gab es genug. Ich versuchte, die Schläge stumm zu ertragen. Irgendwann konnte ich nicht mehr. Auch ich fing an zu schreien. Ich flehte sie an, aufzuhören. Da rissen sie mich an meinen Haaren hoch und brachten mich zu ihrem Fahrzeug. Dort warteten bereits andere Jugendliche auf ihren Abtransport. Ich hörte sie wimmern. Wir alle wurden gezwungen, uns auf den Boden des Wagens zu legen. Unsere Körper dienten den Soldaten als Fußstützen. Ich war zusammen mit dem Vernehmungsbeamten und dem Häftling im Verhörraum. Der Beamte saß dem Häftling gegenüber, der wiederum mit dem Rücken zu mir. Die Fragen wurden auf Arabisch gestellt. Da ich kein Arabisch spreche, kann ich auch nicht wiedergeben, was der Beamte von dem Häftling wissen wollte. Und wenn er die Informationen, die er haben wollte, nicht erhielt, gab er mir ein Zeichen. Dann schlug ich auf den Häftling ein. Ich schlug ihn, wohin ich wollte. Es gab keine Regeln. Ich schlug weiter und weiter. Mit meinen Händen, mit meinen Füßen oder mit einem Knüppel. Einfach drauf los. Und wenn er von seinem Stuhl auf den Boden fiel, befahl ihm der Vernehmungsbeamte aufzustehen. Nur die wenigsten schafften es aus eigener Kraft. Die meisten blieben liegen und wir schlugen dann zu zweit auf sie ein. So lange, bis sie sich nicht mehr bewegten oder das Bewusstsein verloren. Das Einzige, worauf ich achten sollte, war sie nicht zu töten. Human Rights Watch aus einem Interview mit dem Reservisten A.M. der israelischen Armee, der 1989 seine jährliche 30-tägige Wehrpflicht in dem Verwahrungslager Al-Farah ableistete. Ich wurde verhört. Ein Al-Farah. Es dauerte ungefähr 40 Tage. Ich weiß es nicht genau. Mir waren ja meistens die Augen verbunden. Und ich wurde irgendwann das Zeitempfinden. Die Soldaten versuchten mich mit den übelsten Methoden zum Reden zu bringen. Ein Geständnis zu erzwingen. Zu diesem Zeitpunkt war ich 17 Jahre alt. Wir kennen deine Geschichte. Wir wissen alles. Deine Verbindungen, die Organisationen, für die du arbeitest. Ich spürte einen Stiefel zwischen meinen Schenkeln. Er drückte auf meine Hoden. Erst leicht. Und dann immer fester. Wir wollen Namen. Es hat keinen Zweck zu leugnen. Dein Geständnis. Oder du wirst deinen Verstand verlieren. Verlass dich drauf. Der Druck auf meine Hoden ließ nach. Der Mann nahm den Fuß weg. Kurz darauf schloss ich die Tür. Es wurde still. Dann hörte ich Schritte. Aber die Schritte zogen vorbei. Die Zeit verrann langsam. All die Fragen, Gedanken, die einem durch den Kopf schießen. Iyad bietet meine Zigarette an. Ich lehne dankend ab. Noch immer halte ich die Granate in meiner Hand. Ich habe sie aus der Hosentasche genommen und lasse sie zwischen meinen Oberschenkeln verschwinden.
Was auch immer passieren wird, ob es nun von alleine losgeht oder ob ich sie am Checkpoint zünden werde. Mein Schicksal ist vorbestimmt. Um mich der Kontrolle eines Arztes zu entziehen, brachte man mich zu einer kleinen Kammer außerhalb des Gebäudes. Es war eine schwarze Box, 1,5 Meter hoch, 1,5 Meter tief und 1 Meter breit. Schon allein der Anblick machte mir Angst. Sie öffneten die Luke. Ein warmer, ekelerregender, nach Urin stinkender Luftschwall strömte mir entgegen. Sie schoben mich hinein. Immerhin ohne Fesseln und Augenbinde. Ich musste mich klein machen, meinen Rücken beugen, meine Knie anwinkeln und mein Gesicht drauflegen. Ich zitterte. Angstschweiß lief mir die Stirn und den Rücken runter. Die Hitze in dieser kleinen Box wurde unerträglich. Mir blieb die Luft weg. Der Gestank. Mein Magen drehte sich um. Alles begann zu verschwimmen. Um mich herum war alles weiß. Strahlendes Licht. War ich blind? Befand ich mich überhaupt noch in einem Raum? Oder waren dies Dimensionen hinter der Dunkelheit? Warmes, sanftes Sonnenlicht. Meine Ängste waren verschwunden. Kein Schmerz. Die Wunden begannen sich zu schließen. Ich versuchte mich zu orientieren, streckte die Arme aus. Aber meine Fingerspitzen stießen an keine Wand. Ich suchte nach Osten, Westen, Süden und Norden. Überall Licht. War das die Freiheit oder schon die Ewigkeit? Ich schlug die Augen auf. Wieder umgab mich die Dunkelheit der kleinen schwarzen Box. Ich hatte in den Armen Gottes geschlafen. Je mehr ich über die Bedeutung dieses Traumes nachdachte, desto mehr kam ich zu der Erkenntnis. Es war der Augenblick des Todes. Der Tod. Mein Freund. Am Ende hatte ich meine Unterschrift unter das Geständnis gesetzt. Ja, ich hatte Steine und Molotow-Cocktails geworfen, Graffitis gesprüht und die palästinensische Flagge gehisst. Danach ließen sie mich in Al-Farah in Ruhe. Ich war 17 und hatte eine Strafe von 4 Jahren abzusitzen. Präsident Clinton ist jetzt an der Reihe. Prime Minister Rabin, Chairman Arafat. Premierminister Rabin, Vorsitzender Arafat, Herr Außenminister Peres, Herr Abbas, Präsident Carter, Präsident Bush, verehrte Gäste. Im Namen der Vereinigten Staaten und Russlands, die Co-Sponsoren waren für den Friedensprozess im Nahen Osten, begrüße ich Sie herzlich zu dieser Friedenskonferenz. Heute sind wir Zeugen eines außergewöhnlichen Akts im Drama der Geschichte. Ein Drama, das zur Zeit unserer Vorfahren begonnen hat, als von einem kleinen Streifenland am Jordan das Wort ausging, das Land des Lichts und der Erkenntnis. Dieses Land ist die Hoffnung der Juden, der Muslims und der Christen auf der ganzen Welt. Bei meiner Entlassung aus dem Gefängnis in Tulkarem fielen mir meine Schwestern um den Hals und drückten mich an sich. Wie lange hatte ich nicht mehr die wohltuende Wärme und Nähe von Menschen verspürt? Kurz darauf saßen wir alle zusammen im Wohnzimmer und aßen Maklube, mein Lieblingsgericht. Ich empfand eine unerklärliche Leere. Saß ein anderer Said neben mir? Der Said, der die Überschwänglichkeit dieser Gefühle nicht erwidern konnte, so sehr er sich es auch gewünscht hatte. Die Schlagstücke hatten alle menschlichen Gefühle in mir abgestumpft und abgetötet. Vor mir, mitten in der Familie, aber saß auch der andere Said, so wie ich einmal gewesen war. In jener Nacht hörte ich kurz vor dem Schlafengehen, dass mein Vater die Schahada vor sich aufsagte. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, außer Gott. Und
dass Mohammed der Gesandte Gottes ist. Ich ging zu ihm und betete mit ihm. Auch ich bat Allah um ein anderes Los, ein Glück, das jenseits von den weltlichen Sünden und Lasten liegt. Wenige hundert Meter vor uns liegt der israelische Checkpoint. Maschruf! Maschruf! Ein Junge taucht auf, wie aus dem Nichts. Er verkauft Limonade und bietet mir einen Becher an. Hat er womöglich schon länger in der Nähe gestanden und die Handgranate gesehen? Hier schickt den Jungen mit einer Armbewegung weiter. Dann löst er die Handbremse, um die Lücke vor uns zu schließen. In den darauffolgenden Wochen und Monaten fand ich zurück in den Alltag und suchte Arbeit. Nicht im Westjordanland. Hier war es trotz eines bescheidenen wirtschaftlichen Aufschwungs unmöglich, einen Job zu finden. Arbeit fand ich in einer israelischen Großküche in Haifa. Es ist kaum zu glauben, aber ich habe es dort etwas mehr als 2 Monate ausgehalten. Meine Arbeitgeber Benjamin und Juri haben mich die ganze Zeit über wie einen Arbeitssklaven gehalten. Nachts nach Arbeitsschluss wurde ich mit einigen anderen palästinensischen Hilfskräften in einen Raum eingesperrt, um frühmorgens wieder schuften zu dürfen. Wenn ich mal rauskam, dann höchstens 4 Stunden. Ich ging dann meist in eine billige arabische Absteige und wusch mich ausgiebig. Kam es dadurch zu Verspätung, wurde ich mit Lohnabzügen bestraft. Am Ende zahlte er mir nicht einmal die versprochenen 1800 Schekel aus. Als ich ihn darum bat, meine Familie in Jenin besuchen zu dürfen, lachte er nur. 1000 Schekel, den Rest behalte ich als Sicherheit, damit ich zurückkehrte. Aber das tat ich natürlich nicht. Weißt du, mein Sohn, sterben ist besser als so weitermachen wie bisher. Abends, wenn sich die Straßen im Flüchtlingslager nach und nach leerten, saß ich bis spät in die Nacht mit den Männern zusammen. Einige von ihnen hatten sich bereits bewaffnet. Wir unterhielten uns über dieses und jenes, kamen aber immer auf die zu sprechen, die sich in den belebten Geschäftszentren der israelischen Großstädte mit einem TNT-Gürtel in die Luft gesprengt hatten, die eine Märtyreroperation ausgeführt hatten. Sie waren aus Bethlehem, Tulkarem, Hebron, Tubas, Kufradan, Jericho, Jenin angereist. Von überall her Palästinenser aus dem Westjordanland, den Gazastreifen oder aus Israel. Einige hatten sogar in unserer Nachbarschaft gelebt. Ich musste etwas unternehmen. So bat ich einen Jungen aus der Nachbarschaft, mir sein Gewehr zu geben. Das war eine neue M16. Ich nahm sie in die Hand und zielte auf einen Strommast. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Waffe in den Händen hielt. Sie gab mir ein Gefühl der Stärke. Ich wollte auch eine M16. Der Junge hatte 21.000 Schekel für das Gewehr hinlegen müssen. Woher sollte ich so viel Geld nehmen? Ich hielt Mahmuds Gewehr noch immer in beiden Händen, da tauchten Jamal und Tawau bei ihren Begleitung ihrer Leibwächter auf. Sie grüßten uns. Jamals Gesicht verriet Anspannung. Apache-Hubschrauber kreisten wieder über dem Flüchtlingslager. Jamal schaute mich fragend an. Er hatte mich noch nie bewaffnet gesehen. Das Gewehr gehört mir nicht. Aber du scheinst Interesse zu haben, uns zu unterstützen. Ja, ich kann nur das Geld für so ein Gewehr nicht aufbringen. Da lässt sich was machen. Komm morgen Abend bei uns vorbei. Mahmud weiß, wo du uns findest. Jamal hielt sein Wort. Er besorgte mir eine gebrauchte M16 und überließ sie mir. Ohne auch nur einen Agora dafür zu verlangen. Wir brauchen Männer wie dich. Im bewaffneten Kampf um unser Land. Er sah das Gewehr als Leihgabe. Er vertraute mir. Natürlich wird es Jugendliche geben, die bereit sind, zu Märtyrern zu werden und den Kampf fortzuführen. Wieder einmal haben die Märtyrer-Attentate aufgehört, aber die Israeli halten ihre Provokation weiter aufrecht. Sie töten weiterhin täglich Zivilisten. Sie haben damit angefangen, also müssen sie auch mit den Konsequenzen leben. Damit haben sie jetzt Hunderte von Selbstmordattentätern geschaffen. Viele hundert mehr, weil sie jetzt Rache wollen. Wenn du siehst, sie zerstören dein Heim, töten deine Schwestern und Brüder, alle. Warum sollte ich dann am Leben bleiben und sie in Frieden leben lassen? Nein, sie sollten keinen Frieden haben, während wir im Krieg leben. Vor einigen Jahren waren wir fast alle gegen die Selbstmordattentate. Heute nicht mehr. Wir dachten, lasst uns dem Frieden eine Chance geben.
Jetzt ist die ganze Situation anders. Glaub mir, wir trauern um jeden Tropfen Blut, der vergossen wird. Wir wissen, was Leiden bedeutet. Aber schau dir den Sohn eines Arbeiters an, der sieht, wie sein Vater am Checkpoint beschimpft und zurückgeschickt wird. Er fragt, wo ist mein Onkel? Tot. Wo ist mein Bruder? Im Knast. Jedes Kind wird mit Zorn gefüttert. Der Druck der Demütigung müsste uns alle explodieren lassen. Immer wieder gab es Übergriffe der israelischen Armee auf palästinensische Dörfer und Städte. Auch auf Jenin. Dort war vor allem das Flüchtlingslager ihr Ziel. Zeitweise standen bis zu 100 Panzer vor den Toren, bereit, jeden Moment in die Stadt und die umliegenden Wohngebiete einzudringen und alles niederzuwalzen. Aber in den Asphalt waren Sprengsätze eingelassen, die wir über Fernzünder zu Detonationen bringen konnten. Tagsüber schliefen wir, nachts wachten wir über das Lager. Und dann etwas durchquert in den Himmel. Ein orangefarbener Schweif, wie von einem Kometen. Ich schaute hoch. Einen Augenblick lang vergaß ich, wo ich war und was ich hier machte. Im Dunkel dieser Nacht schenkte uns ein reisender Stern etwas Licht und erfüllte unsere Herzen mit Hoffnung. Ein Geschenk. Ein Zeichen des Himmels. Ich bestaunte ihn, wie er sank und allmählich auf das Gebäude mit dem Stromgenerator niederging. Der Stromgenerator? Ja, Allah. Und im selben Moment, in dem ich begriff, dass es eine Rakete war, zerriss ein gigantischer, ohrenbetäubender Knall die Stille des Lagers. Das Generatorgebäude löste sich in einem Fächer greller Stichflammen auf, überall sprühende Funken und dunkler Rauch. Wir lagen hinter Sandsäcken, Mauern, Hindernissen auf Hausdächern und hatten unsere Waffen im Anschlag. 2-3 Kilometer Luftlinie entfernt warteten die israelischen Panzer auf ihren Einsatzbefehl. Junge, wehrpflichtige Israelis. Sie hatten Angst um ihr Leben, denn Jenin war bekannt für seinen massiven Widerstand. Wir hatten nichts zu verlieren. Nur dieses Leben. Es würde ein harter Kampf werden. Die Israelis waren mit schwerem Kriegsgerät angerückt. Auch aus der Luft würden sie angreifen. Die Hubschrauber hatten sich hinter den Hügeln südlich des Lagers verschanzt. Jetzt stiegen sie hoch. Ließen Raketen auf uns niedergehen. Sie bombten den Weg frei. Wir schossen aus den Fenstern und von den Terrassen und Dächern der Häuser. Wir schossen aus den Gräben und Löchern in den Straßen, die die Raketen der letzten Angriffe hinterlassen hatten. Wir schossen uns die Blut von der Seele. Granaten trafen Wohnhäuser. Maschinengewehre durchlöcherten die Wände. Panzer rissen Mauern ein, die Angst trieb die wenigen Zurückgebliebenen auf die Straße hinaus, auf der Suche nach einem geschützten Ort. Frauen, Kinder, Familienväter, die um Hilfe schrien, ziellos umherrannten und auf einmal verschwanden. Ja Allah, oh Gott, ja Allah. Ihr Schreien, ihr Flehen und ihr Klagen übertönte den Ruf eines Mustala, der auf dem Dach des Nachbarhauses gelegen hatte und in diesem Augenblick auf die Straße hinunterlief. Er gab mir ein Zeichen, ihm zu folgen. Entlang der Begrenzungsmauer raubte ich zum Treppenhaus, lief hinunter und erreichte ihn auf der Straße. Ein kleiner toter Junge lag auf einer Bahre. Ich war ausgebrannt. Müde. Sehr müde. Doch das Bild dieses toten Jungen ließ mich nicht mehr los. Immer wieder tauchte es vor mir auf. Ich überkam ein Gefühl der Ohnmacht. Was konnte ich mit meinem Gewehr ausrichten? Gar nichts. Weißt du, mein Sohn, sterben ist besser als so weitermachen wie bisher. Vor 3 Wochen habe ich den Entschluss gefasst, eine Märtyreroperation durchzuführen. Wir haben nur unseren Körper. Er ist unsere einzige Waffe. Allahu Rahim. Gott ist gnädig. Je mehr ich mich in mich selbst versenke, in meinen Glauben und in meine Religion, desto spürbarer wird die innere Ruhe in mir. Mir kommt nicht der leiseste Zweifel. Es ist wie in der schwarzen Gefängnisbox. Dieses strahlende Licht. Ganz sicher kam es aus Dimensionen, hinter dem Horizont der Dunkelheit. Es ist die Ewigkeit. Paradies. Wir werden dir eine Granate geben.
Du wirst sie an einem Kontrollpunkt der israelischen Armee außerhalb der Stadt vorbeischmuggeln. Iyad wird dich begleiten. Es überraschte mich ein wenig, als er im nächsten Augenblick eine gesicherte Handgranate aus der Tasche zog und sie mir in die Hand drückte. Ich bin jederzeit bereit. Geh in die Innenstadt von Jenin. Iyad erwartet dich dort am Taxistand beim Busbahnhof. Er fährt einen blauen Subaru. Ich stecke die Handgranate in die Hosentasche und mache mich auf den Weg. Eine Probe für den Ernstfall. Ohne Vorankündigung würde ich meinen Einsatzbefehl erhalten. Man würde mir einen Treffpunkt mitteilen, an dem ich Minuten später erscheinen müsste. Dort würde ich die Bombe und weitere Instruktionen erhalten. La ilaha illallah ashadu, anna Muhammadan Rasulallah. Nur noch 4 Autos zwischen uns und dem Checkpoint. Jetzt lassen die Soldaten gerade wieder eins durch. Ihre misstrauischen Blicke treffen mich. Auf dem Hügel ein Scharfschütze in einem Wachturm, in Schussposition. Vor uns Passagiere, die aus den Autos aussteigen müssen. Es scheint, als starren sie in meine Richtung, als wüssten sie, wer ich bin und was ich vorhabe. Ich versuche, all den Blicken auszuweichen. Mir kommt Zweifel. Ist meine Tat wirklich im Sinne unseres Kampfes und des Islam? Kann uns eine Detonation, die mich und andere in Stücke zerfetzt, wirklich Freiheit und einen eigenen Staat bringen? Ist das der richtige Weg? Was habe ich denn für eine Wahl? Seit der Intifada und meiner Bewaffnung gibt es nur eine Alternative. Jahrzehnte im Knast. Ich kann nicht mehr zurück. Einbahnstraße, die Granate in meiner Hand. Ich denke an meine Mutter, an den toten Jungen auf der Bahre. Ab Muhammad, den sie bei seiner Festnahme mit mir verwechselt und zu Tode gefoltert haben. Die schwarze Box. Das strahlend weiße Licht. Ich bin bereit. Entschlossen, den Zünder zu ziehen, sollte sich einer der Soldaten unserem Wagen nähern. Iyad startet den Wagen und schert aus der Schlange aus. Nur noch 2 Autos zwischen uns und dem Checkpoint. Er wendet. Zurück nach Jenin. Es war also doch nur eine Probe gewesen. Iyad brachte mich in das Lager zu Jamal. Halte dich bereit. Wir werden uns bei dir melden. Seit diesem Tag halte ich mich zur Verfügung. Ich warte auf meinen Einsatz. Es gibt kein Zurück. Diesmal werden wir bis zum Ende kämpfen. Dort, wo das Leben erlischt, ist nicht das Ende. Das Leben ist nur eine Prüfung. Eine Strecke auf dem Weg nach Al-Janay, ins Paradies. So oder so. Wie das Leben ist auch der Tod ein Geschenk. In Jenin kämpften die Palästinenser noch immer und die israelischen Streitkräfte wollten das Lager nicht aus der Luft bombardieren, um die Bevölkerung nicht zu verletzen. Der harte Kampf in Jenin resultiert daraus, dass dort die Infrastruktur der Selbstmordattentäter von Hamas, Dschihad und Fatah zu finden ist. Am Abend des 2. April 2002 rückte die israelische Armee mit starken Truppenverbänden, schwerem Kriegsgerät und Planierraupen in Jenin ein. Dort fand Said im Laufe der Militäroffensive farbenprächtige Reise den Tod. Er kam nicht mehr zu seinem Einsatz. Der Tod ist ein Geschenk von Raid Sabah. Es sprachen Said Oliver Bröcker, Erzähler Maximilian Wigger, Eli Udo Schenk, Vater Friedhelm Tock, Mann Dieter Mann, Frau Eva Ebner, Beamter und Sprecher Alexander Hauf, Reporter und Sprecher Christian Berkel, Reporterin Astrid Meierfeld, Jamal Peter Davor. In weiteren Rollen Viktor Neumann, Felix Thiel, Bernhard Friebel, Thomas Lang, Elmar Nettekofen, Eckhard Hoffmann, Ulrike Stürzbecher und Peter Gilbert Kotten. Musikbeiträge von Tesco, Harman versus Alpha Wahl, Matmos, Axel Dörner, Kevin Drum, Muslim Gause, Sarah Levy, Fairuz, Albert Buss, Jim O'Rourke und Steve Reich. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Julia Willmann. Regie Hein Brühl.